1958 schließen sich die Milchbetriebe Saalfelden, Zell am See und Mitterseel zusammen und beginnen mit dem Bau des Standortes Maishofen. Seitdem gibt es die Pinzgau-Milch. Die Milch kommt aus dem Pinzgau, dem Tennengau, auch aus dem Pongau und dem Tiroler Kaiserwinkel. Und da beliefern uns ca. 1000 Bäuerinnen und Bauern mit der gentechnikfreien Bergbauernmilch. Wir sprechen da von einer Menge von ca. 120 Millionen Kilogramm pro Jahr. 57% davon sind biologische Milch und 23% überhaupt Bio-Heumilch. Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind für uns als einer der größten Bioverarbeiter in Österreich natürlich ein stetiger Begleiter in unserer täglichen Arbeitswelt. Dementsprechend lassen wir uns auch regelmäßig von externen Firmen auditieren und sind zum Beispiel Partnerbetrieb vom Projekt Salzburg 2050. Vor allem das Thema Verpackung spielt bei der Pinzgau-Milch eine große Rolle. Und hier gibt es richtig viel Einsparungspotenzial. Wir sind stets darauf bedacht, mit unseren Kunden und Lieferanten an nachhaltigen Materialien und Verpackungen zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel Einsparung an Material selber, also Gewichtsreduktion oder den Rezyklatanteil zu erhöhen, ohne dass das Produkt oder die Qualität am Produkt darunter leidet. Also bei unseren HDPE-Flaschen zum Beispiel, wo wir Kindernährmittel, Meal Replacer, Energy, Proteinshakes abfüllen, haben wir den Flaschenhals reduziert bei gleicher Füllmenge und die Verschlusskappe haben wir auch gewichtsreduziert. Das ist eine Einsparung von 2,2 Gramm pro Flasche, was jetzt auf den ersten Blick nicht viel ausschaut. Aber hochgerechnet auf 10 Millionen Flaschen sind das 22 Tonnen an Material, was man sich einspart. Und wir produzieren um die 60 Millionen Flaschen im Jahr. Die klassischen Milchpackungen, was man kennt, sind im Natural Brown Board. Die sind 100% klimaneutral, eben auch ressourcenschonender, weil sie leichter sind und ungebleicht. Auch ein neuer Schraubverschluss ist bereits in Arbeit, der sich nicht von der Verpackung lösen kann und somit sicher im gelben Sack landet. Ein weiterer Meilenstein bei uns war die Umstellung der Schrumpffolie. Die ist zu 100% recyclingfähig und hat einen höheren Rezyklatanteil und ist auch stärkenreduziert, wo man jede Menge Gewicht einspart. Also aufs Jahr gerechnet sparen wir uns mit der neuen Folie 16 Tonnen ein. Die Kundinnen und Kunden der Pinzgau-Milch werden regelmäßig über die Webseite über Projekte in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz am Laufenden gehalten. Gerade bei uns intern im Betrieb ist schnelles Internet Grundvoraussetzung, zum Beispiel bei unserem B2B-Online-Shop, der was von intern gehostet wird, ist das natürlich Grundvoraussetzung, wenn mehrere User zum Beispiel darauf zugreifen, dass alles problemlos abläuft. Für uns ist zum Beispiel wichtig, dass man in engen Austausch mit unseren Energieberater von der Salzburg AG sind, dass wir 100% Ökostrom verwenden und zum Beispiel auch ressourcenschonend arbeiten. Dahingehend haben wir gerade ein Projekt in der Umsetzung, wo wir von Grundwasserkühlung auf Ammoniakkühlung umstellen. Ammoniak ist ein natürliches Kältegas und so schaffen wir es zum Beispiel, dass wir 800.000 Liter Trinkwasser pro Tag nicht mehr als Kühlwasser verwenden und dementsprechend das im Grundwasserkörper verbleibt und nicht verbraucht wird. 100% Ökostrom von der Salzburg AG, nachhaltige Verpackungen und ein energieeffizientes und ressourcenschonendes Kühlsystem. Die Pinzgau-Milch ist damit ein echter Worldchanger-Betrieb.